Wir sind wieder da und ich kann dieses Spiel einfach nur empfehlen. Es ist einfach so geil. Wir sind gerade Level 6 geworden und ja, wir sind ja irgendwie... Macht 8 Schaden. Schaden pro Hit und wir brauchen... Ja, 5000... Ne, wie viel? 7000 LP ist aber schnell zu machen. Kommt runter, ihr Feiglinge. Oh, mies! Vor allem, wenn es von so weit oben nach unten geht, ist schon richtig geil. So, das ist ein Bauplan. Den möchte ich mir erstmal mitnehmen. Ihr bleibt schön da oben. Ich komme ja schon. Oh, ich sehe mich nicht mal. Au, das Ding haut nach oben. Vielleicht sollte ich das mal vielleicht zuerst vernichten. Eventuell. Echt zäh. Okay, ist tot. Es ist tot und ich denke, ich möchte jetzt erstmal ein bisschen was anderes futtern hier. So, kleinen Snacks nehmen. Brauchen wir die nicht die ganze Zeit unsere Brathähnchen benutzen, weil die brauchen wir dann wohl für den Kampf eher. Ah, jetzt ist die Sicht wieder ziemlich nah, das heißt, es kommen keine Vogelviecher mehr. So. Weiter geht's in die nächste Ebene. Teleport. Naja, speichern. Oh, wuhu. Irgendein wird schon treffen. Da unten ist ein Händler wieder. Reisender. Ein Zelt. Oh, hier ist Geld. Geld, Geld. Money, money, money. Dann haben wir den kleinen Laden, den wir wieder unsere Mineralien verkaufen können. Materialien, nicht Mineralien. In den Verkaufsmodus wechseln. So, da haben wir wieder ordentliches zu verkaufen. Oha. Ja, hier kann man sich ordentlich einkleiden damit. So. Und sonst kann man nichts verkaufen. Hat der vielleicht irgendwas Neues? Ich könnte ein Brathähnchen gebrauchen. Naja, der hat nur eins davon. Das ist natürlich ärgerlich. Na gut, ich denke mal, das kriegen wir doch erstmal hin. Erstmal so 2 Angriff, 4 Verteidigung. Gute Frage. Vielleicht muss man ja später sich auch noch die Schlüssel kaufen, wenn man einfach nicht alle finden kann. Okay, nach unten geht's also nicht. Mann, nee, Mann, nee, Mann, nee. Ich hab hier gerade einen. Oh, der wurde wahrscheinlich in die Luft gesprengt. Da kommt der irgendwann runter, die Leiche. Ja, da kam sie. Okay. Haben wir wieder ein kleines Materialding. Ich lock die lieber so raus, ist lustiger. Da oben ist keiner mehr. Eine Hand. Au! Okay, das hat mir jetzt echt Damage gemacht. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach du Heilige, okay, man sollte sich wirklich nicht treffen lassen. Die machen ein bisschen Schaden, kann ich einfach nur so sagen. Eieiei, okay. Dann jetzt aufpassen, ich habe mich halt vorher von den Dingern noch nicht treffen lassen. Deswegen wusste ich das nicht.
Ein Schlüssel. Oh, ein Hähnchen. So, ich hoffe, hier kommen keine Knaller mehr. Ich mag die nicht so ganz. Die machen Schaden. Und die Verbrennung ist ja richtig abartig. Ja, der Schaden geht ja noch und die Verbrennung dann nochmal 30 pro. I'm scared. Ne, ich bin da lieber echt vorsichtig. Wir machen gewaltigen Schaden. Sollte man auf jeden Fall aufpassen. Und sonst ist man schnell weg. Wow. Jetzt wurde er nicht getroffen. Irgendeiner davon musste doch treffen, war doch klar. Und damit sind die Geister. Geisterknall erstmal erledigt da oben. Nein, natürlich noch. Klar sind sie noch mehr. Wäre langweilig, wenn nicht. Au, Kettenreaktion. Ängstlich. Was haben wir da? Da ist wohl nichts. Wir klettern hier sogar so ein bisschen an der Statue entlang, wa? Na, bevor ich da lang gehe, na? So hoch? Ja, ja, gut. Na, da haben wir noch was zum Speichern. Oh fuck! Huh! Fuck! Die war ja richtig mies, ey. Okay, ich sollte definitiv... Oh, das sind drei Schlüssel. Komme ich wieder nicht lang? Da muss ein kleiner lang. Da kann man sich auch noch nicht langhangeln. Ey, ist ja richtig verzwickt, dieser Dungeon hier. Oder die Ebene. Wow, wow, wow. Okay, hoffentlich kriegen wir jetzt mal der richtige Feind hier. Keine Lust mehr auf diese Drecksgeister. Okay, über mir ist eine Kettenreaktion gewesen. Da ist die Schlüssel. Scheiße! Hätte es. Immer wenn die Viecher in der Nähe sind, werde ich so übel sehr hochgekickt. Easy there, Chief. Everyone, calm down, please. Oh, meine Güte. You were the ones making all that noise up there. Not intentionally. By the way, do you know you have Bloms in the attic? No, those? They don't bother us. And they tend to keep the other monsters away.
Ja, wäre nett gewesen, hätte ich das mal gemacht. Die hat mich einem ganzen Mineralien gekostet. So, what brings you to this far outside Aurora? I'm assuming that's where you're from. I'm Dust, and this is my companion, Fidget. We're here to deliver these materials on Augustine's behalf. Oh, well, nice to meet you. I'm Haley, and this is my brother, Maddie. Was für eine Frisur. Don't mind him. I see you've got a blueprint there. Mind if I take a look? Well, this doesn't look too hard. Tell you what, if you can find me the materials for it, I'll craft this item for you. Für was willst du denn dir? Achso, dir haut also für die Baupläne. Materialien. Brauche ich gerade nicht, den Anhänger. Kinderanhänger auch nicht. Aber das Ding hätte ich gerne. Materialien kaufen. Gerne, gerne. 50 Angriff. Das nehme ich doch gerne in Kauf. 12 Verteidigung, 2 Glück. Okay, die habe ich beide nicht. Und das zu kaufen wäre mir jetzt echt zu teuer. Okay, danke schön. Blauen Resonanzstein. Jetzt hat vorhin hatten wir weiße Resonanzstein, jetzt haben wir einen blauen. But there's a big blue door at the foot of Archer's Pass that this will open. Just inside the door is a teleporter that'll take you right up here. Makes return trips a lot easier. So you can come and visit anytime you like. Voll nett und lieb. Even with a shortcut at the foot of the pass, I'm not sure I'll be able to make it up here too often. Well, my dad did have these little receiver things he'd give to his regular customers to transport goods back and forth. Unfortunately, I don't have any of them to give you. Let me think. If I remember correctly, one of my dad's customers dropped one somewhere in Abadie's Forest. If you were to find it, I could craft your items and send them to you through the receiver whenever you want it. Gerne, gerne. Dad normally gives his customers a blue resonance gem, so check for blue resonance gates in Abadie's Forest. Need anything else? So, let's talk. Hast du noch mehr für mich als Matti? I notice it's only you and Maddie up here in the pass. Is it just you two? Not all the time, no. My father still runs the forge, but he's usually away on business. Right now, he's somewhere across the sea, hunting down new minerals and ores. He's always trying to make better weapons and armor. Ja, richtig so für einen Schmied. He's pretty busy. Yeah, but I get along fine by myself. And Maddie too, of course. I meant to ask before. Du versteckst dich hinter ihr. Wie niedlich. What? Well, it's just he seems to grumble a lot around me. I can attest to that. Lots of grumbling. I really can't say, Dust. Maddie, do you have anything to say? Well, I hope that answers your question. Not really, but just let it go. Die sind gut drauf. Wie lange bist du schon Schmiedin? So, is blacksmithing the official family trade then? In a way, I guess. My father said I could be whatever I wanted. But when you grow up alongside a world-famous blacksmith, your options are fairly limited. Not that I mind, though. It's nice to have skills that are in demand these days. Everybody always needs something forged, whether it's amulets or armor. So, business is good? It's, well, it's been better. Still, we make enough to keep things going, and that's the important thing. Warum lebt ihr in Schützenpass? Your forge is pretty far off the beaten path, Haley. Why set up shop so far outside Aurora? This forge is actually quite ancient. My father's 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 father inherited it from his mother's grandfather on What? Father's side. It was built during the Battle of Archer's Komische Pass, Familiengeschichte. Many hundreds of years ago. The archers were holding off their enemies from way up here, but they needed a forge to replenish their arrows. So, they built one right where they stood. It helped them take Archer's Pass, and from here, they were able to liberate a whole valley. Sounds like this forge has a lot of history behind it then. Even so... Location, location, location. Yeah, I hear what you're saying. I wish it was more accessible. We'd get more business, I'm sure of it. But it's not like we can just pick it up and move it. I'll bet if you had an army of trained rats, you can loot this place no problem.
Fidgets, I don't think that'd help. You smart mutant rats with magic! Don't worry about that. Altitude sickness drives some creatures crazy. Fidget was pretty crazy before. Maybe we should be on our way. Okay. Need anything else? Nein. Thanks, Dust. Don't be long coming back. Geil, 1440 HP dazu bekommen und wir haben kaum noch was zu futtern. Und wie ich würde sagen, ich mache jetzt mal kurz einen Schnitt und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Also, bis dann!